Doktor, das ist schön von euch, dass ihr uns heute nicht verschmäht und unter dieses Volksgedränge als ein so hochgelater geht. Das klingt nach Faust. Das ist Faust. Warum rezitieren Sie? Ja, weil ich habe mir gedacht, Klassik wäre vielleicht ein gangbarer Weg für Sie. Alternatives Kabarett, haben Sie Minetti gesehen? Ich kann über Klassikerinterpretationen schon lang nicht mehr lachen. So waren die auch nie gemeint. Habe nun 8 Philosophie, Jurist 3 und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht, armer Tor. Denn die Experten stehen mir vor. Heiße Magister, heiße Doktor Gar und lebe schon in 10 Jahren herauf, rapp und quer und krumm, so ganz ohne Expertentum. Ich weiß, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. So habe ich gescheit, dass alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen mich plagen weder Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen, weil die Experten es besser wissen. Aus dieser Traum, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehe und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Darum muss ich mich dem Experten ergeben. Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten? Wie nennst du dich? Ich bin der Geist, der stets vermehrt. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein Lobbyist im Parlament. Bin ich ein Gott? Mir wird zu Licht. Ich schaue in diesen hehren Zügen die wirkende Kultur vor meiner Seele liegen. Jetzt erst begreife ich, was der Weise spricht. Die Wirtschaftswelt ist nicht verschlossen. Dein Sinn war zu, dein Herz war schwer. Auf, bade, Schüler, unverdrossen, die irdische Brust im immer mehr. Den schlepp ich durch das wilde Leben, durch flache Unbedeutendheit. Der soll mir zappeln, starren, kleben und seiner Unersättlichkeit soll Speis und Trank vor gierigen Lippen schweben. Er wird Erquickung sich umsonst erflehen. Und hätte er sich auch nicht dem Teufel, dem Fachmann übergeben, er müsste doch zugrunde gehen. Das kann man so nicht stehen lassen. Immer wenn den deutschen Menschen die Scheiße bis zum Hals steht, dann halten die das für ein faustisches Schicksal. Das deutsche Schicksal ist aber kein faustisches Schicksal, es ist ein zutiefst bürgerliches. Und die allgemeine Ratlosigkeit führt nicht zur Anrufung des Teufels. Die führt in das schlichte Abendgebet.